Wertwanderung beim Kauf. Verschiebung von Wert bzw. Vermögen. Sehen wir uns ein Vertragsgeschäft zwischen zwei Handelspartnern gleich genauer an. Erst das Grobe. Ein Händler oder Anbieter und ein Kunde treffen sich. Der Händler gibt Ware und erhält Geld und der Kunde gibt Geld und erhält Ware. Was, wann und wie viel ist genau vereinbart, wie das schon im Beitrag Was ist Handel besprochen wurde. Soweit nichts Neues. Genau betrachtet, und das wollen wir ja tun, wandert aber nur ein Wert. Und dieser Wert ist nicht mal real. Er ist tatsächlich nur mental existent. Im Beitrag Was ist Geld wird das dargelegt. Auf der Geldseite wandern nur bedruckte Papierstücke und gepresste Metallscheiben. Oder es ändern sich sogar nur ein paar Zahlen auf den beteiligten und elektronisch verwalteten Bankkonten. Der Wert selbst ist der Ware und dem Geld vom Menschen zugewiesen. Bei jedem Verkauf bzw. Kauf verschiebt sich ein monetärer Wert, sprich Geldbetrag, der nur zum Zeitpunkt des Kaufs dem Warenwert entspricht, vom Käufer zum Händler. Und während die Ware, wie im Beitrag Wertverlust beschrieben, in dem Moment ihren Wert verliert, in dem der Kauf abgeschlossen ist, behält der Geldbetrag seinen Wert deutlich länger bei. Nämlich so lange, wie die Teilnehmer des jeweiligen Geldsystems an den Wert dieses Geldbetrags glauben. Wenn Ware A, zum Beispiel eine Hose, 50 Euro kostet, wird der Händler für die 50 Euro weiterhin ein Regal kaufen können, während es weniger wahrscheinlich ist, dass der Käufer, soweit er nicht Wiederverkäufer und damit erstmal Endkunde ist, die Hose für 50 Euro wieder loswerden wird. Der Geldwertevorteil liegt also eindeutig beim Händler. Und dieser akkumuliert sich bei jedem Verkauf, den er tätigt. Monetär messbar und hundertfach pro Tag. Im gleichen Maß, wie beim Kauf dem Händler der Vermögenswert als Geldbetrag in Höhe des Preises zufließt und dessen Vermögen vergrößert, entzieht sich dieser Betrag dem Vermögen des Käufers. Und wie wir schon besprochen haben, kann der Tauschwert der Ware nicht als bleibender Gegenwert für den Geldbetrag betrachtet werden. Der Käufer erleidet in jedem Fall einen monetär messbaren und vermögenswirksamen Verlust. Er kann diesen Verlust nur ausgleichen, indem er, wie schon beschrieben, selbst als Händler auftritt und dieselbe Ware verkauft oder eine andere. Zum Beispiel Arbeitskraft, vermutlich die Ware, die am häufigsten verkauft wird. Dass der Käufer für seine gegebene Leistung in der Handelsform Ware gegen Geld eine entsprechende und gleichwertige Gegenleistung erhält, wie das immer so behauptet wird, stimmt also nicht und stellt schlicht eine Täuschung dar. Wirkung. Ein Handelsgeschäft wirkt also in doppelter Weise. Zum einen in der Vermögensmehrung des Händlers und zum anderen in der Vermögensminderung des Käufers. Der Warenwert wurde also durch den Kauf dem Käufer entzogen und dem Händler zugeführt. Man kann sagen, er ist gewandert, man kann auch sagen, er wurde verschoben. Und während der Nutzen einer Ware mit dieser verbunden ist, ist der Wert von ihr unabhängig. Schließlich gehen sie beim Kauf entgegengesetzte Wege. Während der Warenwert, der Tauschwert als Geldbetrag, vom Käufer zum Händler wandert und in dessen Vermögen einfließt, nimmt der Nutzen mit der Ware die entgegengesetzte Richtung. Im Gegensatz zum Geld verändert der Nutzen das monetäre Vermögen des Käufers nicht.
Wird die Ware weiterverkauft oder wird die Ware genutzt, um weitere Waren herzustellen, sind diese Vertragsgeschäfte vom Kauf der Ware zu trennen. Wenn ein Handwerker ein Werkzeug kauft, um damit Waren herzustellen oder Dienstleistungen anzubieten, hat der Verkauf der damit erstellten Waren geldtechnisch nichts mit dem Kauf des Werkzeugs zu tun. Natürlich wird der Installateur darüber reden, dass er einen neuen Akkuschrauber gekauft hat, um schneller arbeiten zu können und so mehr Kunden pro Tag zu schaffen, mehr Umsatz zu generieren. Die Verknüpfung eines durch Wiederverkaufs der Ware erhaltenen Gewinns als Nutzen des Kaufs macht nicht nur durcheinander, sondern ist auch in der Kausalkette unzulässig, trotzdem es im allgemeinen Sprachgebrauch getan wird. Die Möglichkeit, mit einem Werkzeug Waren herzustellen, ist auch dann gegeben, wenn das Werkzeug geerbt, geschenkt oder gefunden wurde. Hören Sie dazu auch den Beitrag Wertverlust. Das zahlenmäßige Verhältnis Käufer zu Verkäufer. Hätte ein Händler in seiner ganzen Händlertätigkeit nur einen einzigen Kunden, könnte sich kein monetäres Vermögen in seinen Händen sammeln. Er könnte davon auch nicht leben. Die Tätigkeit wäre sinnlos. Allein durch die dauernde, möglichst pausenlose Fortführung dieser baut er monetäres Vermögen auf. Und wegen dieser pausenlosen Fortführung der Händler entzieht sich permanent einem großen Teil der Menschheit Vermögen und fließt den Händlern, den Anbietern von Leistungen zu. Vermögensmehrung und Vermögensminderung akkumulieren und beschleunigen sich. Kleine und mittelkleine Händler werden widersprechen, weil sie nicht sehen, dass das bei ihnen auch geschieht. Ihr Vermögen hebt sich nicht sonderlich von dem eines gut bezahlten Arbeiters ab. Sie haben schlicht nicht genügend Kunden, um staatliche Abgaben zu kompensieren. Noch weniger haben sie die Marktmacht, um diese Forderungen ihnen gegenüber zu beeinflussen. Das verhält sich bei Großunternehmen und Konzernen anders. Daher halten klein- und mittelständische Unternehmen die Einflussnahme des Staates für ungerecht und geben diesem, repressive der Regierung, die Schuld an ihrer Situation, die wiederum von Konzernen und Großunternehmen beeinflusst wird. Die Kritik gilt aber nur so lange, wie sie ihnen zum Nachteil gereicht. Aber das ist die Marktwirtschaft, an die sie glauben. Sonst hätten sie sich nicht vollständig in dieses System hineinbegeben und sich selbstständig gemacht. Denn damit haben sie diese und das herrschende Geldsystem vollständig anerkannt. Und wie immer kann man sich bei einer Entscheidung für einen Lebensweg nicht nur die Rosinen rauspicken. Aber dazu mehr an anderer Stelle. Wir werden gleich noch sehen, dass das völlig konform mit einem Geldsystem ist. Um permanent verkaufen zu können, muss der Händler ausreichend viele Kunden haben. Im Gegensatz dazu muss ein Kunde nicht permanent kaufen, wenn er noch ausreichend Güter zur Befriedigung seiner Bedürfnisse hat. Daher können ihm wenige Händler und gelegentliche Käufe genügen. Genau dem wird über viele Wege, zum Beispiel Werbung und geplante Obsoleszenz, versucht entgegenzuwirken. Währungsunionen und Freihandelsabkommen. Armut und Reichtum sind das Ergebnis genau dieser milliardenfach durchgeführten Verschiebung. Egal ob weltweit, kontinental, national, regional oder kommunal. Banken und ihre Kredite sind lediglich Verstärker dieser Wirkung. Wie das geschieht, ist nicht Thema dieses Beitrags. Ein weiterer wichtiger Umstand ist, dass die Auswirkungen dieser Wertverschiebung mit der Anzahl der Teilnehmer an einem Geldsystem sich verstärken und beschleunigen. Das bedeutet,
Je mehr Teilnehmer ein Geldsystem hat, desto schneller und deutlicher werden die Armen noch ärmer. Desto schneller und deutlicher werden die Reichen noch reicher. Vergrößerungen der Teilnehmerzahl erreicht man zum Beispiel durch Währungsunionen und Freihandelsabkommen. Jeder Euro, den jemand besitzt, der in einer Lotterie gewonnen wird, der jemandem als Lohn ausgezahlt wird, der sich irgendwo als Vermögen sammelt, wurde zuvor vielen Menschen entzogen. Auf diesem Weg schafft jedes Geld die heute bekannte Ungleichheit. Während in der Physik alle Kräfte versuchen, ein Gleichgewicht herzustellen, strebt Geld danach, ein Ungleichgewicht zu schaffen, sich in den Händen weniger zu sammeln, zu akkumulieren und sich vielen zu entziehen, zu diminuieren. Umkehrung. Gibt es in einem Geldsystem keine Wertverschiebung, ist jeder Handel damit sinnlos. Möchte der Anbieter einer Leistung einem anderen Menschen nur deren Nutzen zukommen lassen, so kann er diese auch schenken. Das geht aber nur, wenn er dadurch nicht seine Lebenshaltungskosten decken muss. Also nur dann, wenn diese bereits gedeckt sind, er diese durch andere Einnahmen deckt oder in einer Güterverteilung, die nicht auf Waren basiert. Damit wird offensichtlich, dass in einer warenbasierten Güterverteilung kein Handel betrieben wird und werden kann, mit der primären Absicht, dem anderen, dem Kunden, eine nützliche Leistung zu geben. Es kann einem Händler immer nur darum gehen, eine Wertverschiebung zum eigenen Vorteil zu erwirken. Und sei es nur, um die eigenen Lebenshaltungskosten decken zu können. Es spielt keine Rolle, ob dem Anbieter das bewusst ist oder nicht. Wird diese Wertverschiebung, wie auch immer, unterbunden, wird Geld überflüssig. Ein Geldsystem, das keine Wertverschiebung beinhaltet, ist sinnfrei. Und deshalb wird kein Geldsystem die Verhältnisse ausgleichen oder gar umkehren. Danke, dass Sie zugehört haben.